Für Autorennbahnen gibt es in Deutschland seit den frühen 60er Jahren ein allseits bekanntes Synonym: Carrera-Bahn. Momentan aber erobert ein neuer Megaspaß die Rennsportherzen, die Modellbahn Anki Overdrive. Dabei wird das nostalgische Feeling einer Modellrennbahn mit virtuellen Mario Kart-Elementen kombiniert und das Ganze per Smartphone oder Tablet gesteuert. Das müssen wir uns unbedingt genauer ansehen und können im Mediamarkt in Hückelhoven diese Neuheit einmal ausgiebig testen. Ab sofort lautet das Motto des Mediamarktes: Hauptsache ihr habt Spaß. Und Spaß haben die, die ich bisher hinter mir am Tisch bei Anki Overdrive gesehen habe, auf jeden Fall schon gehabt. Aber das möchte ich nicht nur sehen, sondern das möchte ich mir auch erzählen lassen. Und das machen wir jetzt. Mega cool, ehrlich. Innovativ. Ganz cool. Neu. Super pornös, hyper mega affengeil. Wir sind heute mit Alex und Benedikt vom Anki Overdrive Racing Team verabredet und der Benedikt, der erklärt mir jetzt mal ein bisschen was zur Bahn. Ja, genau. Ich habe ja ein Kurvenelement der Strecke in der Hand. Man kann sehen, das ist sehr flexibel. Es ist eine Mischung aus Plastik und Gummi. Innen drin sind Magnetstreifen eingelassen, wo sich die Autos mit orientieren können. Die haben kleine Kameras unten dran. Die scannen 500 Mal die Sekunde die Strecke ab. Die Ganze wird zusammengesteckt mit Magneten, es ist sehr schnell auf und ab wieder abgebaut und die Strecke kann innerhalb von Sekunden wirklich verändert werden. Die Kurven sind am Ende mit Magnetclips ausgestattet, die werden einfach dran gesteckt und dann innerhalb von Sekunden zusammengesteckt. Die Rennstrecke kann mit flexiblen Streckenteilen beliebig zusammengesetzt werden. Weil die einzelnen Streckenabschnitte magnetisch aneinander heften, ist der Aufbau eines neuen Kurses in wenigen Minuten passiert. Das mit dem Aufbau sieht soweit schon mal ganz einfach aus. Mhm. Aber wie sieht es mit dem Fahren aus? Das ist auch einfach. Kannst du mir das vielleicht mal zeigen? Ja klar, zeig ich dir jetzt. Ja, das Ganze wird mit der App hier gesteuert. Wir steuern im Moment den Wagen mit dem Totenkopf und dem roten Punkt. Hier links haben wir einen Regler. Wenn wir den runterschieben, wird das Fahrzeug langsamer. Wenn wir ihn nach oben schieben, wird das Fahrzeug schneller. Mhm. Es gibt auf der Strecke vier Spuren nebeneinander. Die können wir wechseln, indem wir das Gerät nach rechts oder nach links drehen. Können wir gleich mal hier, wenn er auf der Geraden ist, ist er jetzt ganz außen rechts und jetzt ist er ganz außen links. Und so wird das dann gesteuert. Auch in den Kurven ein bisschen darauf achten, dass, wenn man möglichst schnell sein will, am besten in der inneren Spur ist. Beziehungsweise, wenn man ein bisschen langsamer will, auf den Gegner achten muss, in die äußere Spur fährt. Nach einer kurzen Einführung kann ich ein Turnier gegen verschiedene künstliche Intelligenz, also Computergegner, fahren und im sogenannten Open-Play-Modus zwischen vier verschiedenen Rennvarianten Rennen, Kampf, King of the Hill und Zeitrennen wählen und hier gegen bis zu drei menschlichen Gegner oder Bots, PC-Gegner, antreten. Anki Overdrive bietet bis jetzt sechs verschiedene Fahrzeugtypen, sechs Modelle. Zwei aus dem Starter-Set habe ich gerade hier. Und der Hersteller garantiert 6 Minuten Aufladezeit, aber mindestens 25 Minuten Fahrspaß. Das Smart Robot Car Racing Game schafft das Kunststück, nostalgisches Carrera-Bahn-Feeling mit virtuellen Elementen zu verbinden. Und wie das genau funktioniert, das erklärt mir jetzt der Alex. Wie genau schafft denn jetzt Anki Overdrive die Synthese zwischen physischen Autorennen und dem virtuellen? Man hat sowohl ein physisches Spielzeug, was man nicht nur anfassen kann, sondern anfassen muss, als auch die Möglichkeit, mit virtuellen Waffen seinen Gegner zu verlangsamen oder halt auch für kurze Zeit auszuschalten. Da gibt es eine ganz verschiedene Vielzahl an Waffen, wie zum Beispiel den Powerstorm, den Elektropuls oder den Sonic Beam. Wenn natürlich der Gegner jetzt einmal vorne liegt, dann ist die Geschwindigkeit ziemlich ähnlich. Da kommt man nicht mehr so gut an den Gegner ran. Und durch die Waffen hat man die Möglichkeit, sich trotzdem immer noch an die Führung oder ins Ziel zu katapultieren. Zu erkennen, dass man angreift oder angegriffen wird, da sieht man dann, dass das eigene Auto oder das Auto des Gegners dann halt rot aufleuchtet. Und wenn man halt ausgeschaltet wird, bleibt es halt kurzzeitig stehen. Du hast ja eben schon gespielt, spielen dürfen. Und ja, was sagst du? Ich finde es auf jeden Fall total spannend. Ja, man hat wirklich so die Mischung aus dem klassischen Carrera-Bahn-Feeling, was ich ja auch noch miterlebt habe. Und ich sag mal, so eine Mischung aus Mario Kart. Und man hat halt, ich sag mal, die Hardware quasi vor Augen. Aber trotzdem
eine Art Computerspiel in der Hand. Also es ist eine perfekte Mischung, würde ich sagen. Und es ist halt gut gemacht, ne? Super gut. Ja. Nur für Kinder oder auch für dich? Ja, für mich jetzt auch. Also ich hätte super Spaß dran, jetzt irgendwann das Ding zu Hause aufgebaut zu haben. Klar ist das interessant. Es ist halt super groß, groß gemacht, gut gemacht und macht auch super Spaß auf jeden Fall. Enki Overdrive hat also einiges zu bieten und es ist endlich mal wieder ein Geschenk, was Vater und Sohn gemeinsam spielen können. Zu finden in ihrem Mediamarkt.